when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you see. Hey Leute, ja. Ich hab's natürlich mal wieder geschafft, den Vogel abzuschießen und mich selbst ins Auszuschießen. Aber ich hab's auch geschafft, den Himmel mal wieder frei zu bekommen. Ja. Naja, das ist auch nichts Besonderes. Kann ja jeder. Und deswegen denke ich mir halt auch so, oh, was macht man eigentlich so mit seinem Leben, wenn es gefickt ist? Ach nee, Quatsch. Ja, irgendwie bin ich jetzt fast an der gleichen Stelle, wo ich letztes Jahr war. Nur, dass ich letztes Jahr gesagt habe, ich weiß nicht, irgendwie sind die Menschen alle so komisch und dämlich und ja, und irgendwie eigenartig. Und irgendwie war auch niemand für mich da, obwohl ich halt, also ich war super krank und die Leute um mich rum hatten halt zu viel zu tun oder waren halt auch nicht richtig Freunde und wenn es mir dann schlecht ging, dann haben sich alle abgewendet und das ist eigentlich ja normal, macht man ja so, sich von Leuten, denen es schlecht geht, abwenden, weil man will ja auch nicht mit runtergezogen werden und so. Allerdings halt auch so auf eine Art und Weise, obwohl ich eigentlich sogar noch da war, hilfsbereit war, die echt unfair war. Und dann dachte ich gerade so, es gibt irgendwie auch keine Frau, glaube ich, mehr, die auf diesem Planeten existiert, die irgendwie, die mich wirklich so erkennt, wie ich bin und und irgendwie wirklich liebevoll ist oder bedingungslos lieben kann. Und ja, irgendwie ein paar Tage später kam plötzlich irgendwie jemand und hat mir die Tür quasi online eingerannt und weiß nicht, irgendwie habe ich mich dann verliebt. Das war aber nicht so gut, sich zu verlieben. Trotzdem war es eigentlich eine echt tolle Erfahrung und die hat mir auch geholfen, gesünder zu werden, aber eben nicht ganz. Im Endeffekt haben wir uns gegenseitig versucht zu helfen und weiß nicht. Ich denke mal, wir haben uns irgendwie weitergebracht, aber nicht gegenseitig geheilt. Das ging nicht, aber vielleicht ein bisschen geübt, andere zu heilen, so gegenseitig. Und ich hoffe halt, dass das irgendwie alles nicht vergessen ist. Also, ja, ich weiß nicht. Also, ich kann es auf jeden Fall nicht vergessen, weil jemand, der sagt so zu mir, also ich meine, sie hat zu mir gesagt, obwohl ich gesagt habe, ich bin krank und wenn wir zusammen sind, dann kannst du dich anstecken. Und sie meinte so, okay, das ist mir egal, ich liebe dich so und ich vertraue darauf, dass das schon alles richtig ist und dass Gott weiß, was er mit uns vorhat. Und naja, ich weiß, viele glauben nicht an Gott, bla 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 und so, ist mir egal. Ich glaube jedenfalls dran und ich weiß auch, dass meine Krankheit viel mit meiner Psyche zu tun hat, weil die immer schlimmer wird, wenn ich unter Druck stehe und immer besser wird, wenn ich halt nicht so unter Druck stehe und mir mehr Gutes tue und nicht so einen Stress habe, mehr Zeit oder Geld habe, auf mich zu achten. Ne? Ja. Ja, wegen der Frau habe ich mir auch die Dreadlocks abgeschnitten. Oh. Aber irgendwie war es auch befreiend, also nicht nur wegen ihr, sondern einfach auch, weil ich gemerkt habe, so, ich muss auch was ändern. So, sie muss was ändern, ich muss was ändern. Sie hat ihre Haare abgeschnitten, kurz vor meinem Geburtstag. Und ich habe meine Haare abgeschnitten, weil sie von mir schwanger war und das Kind nicht bekommen durfte, wegen ihrem Vater, wegen der Familie und weil diverse andere Sachen nicht gepasst haben. Ich habe auch einfach nur gemerkt, das wäre für mich jetzt eine Überforderung. Aber irgendwie vom Gefühl her habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, so, wir hätten es auch annehmen können. Vielleicht wäre es sogar gut gewesen. Aber ich denke mal, es ist irgendwo ja auch die freie Entscheidung. Und
Wir haben auch ganz bewusst ausprobiert, ob ja, wie das eigentlich läuft. Ne? Also ich gehe ja davon aus, dass jeder einen freien Willen hat und deswegen müsste eigentlich sowas wie eine Empfängnis demokratisch sein. Ne? So, also das heißt irgendwie der Vater hat ein Mitspracherecht, die Mutter, der Gott selbst und das Kind oder Kinder, also dann noch mehr Stimmen. Und ja, wir haben halt liebevoll die Seelen bei jeder Empfängnis gebeten oder möglichen Empfängnis gebeten, nicht sich dran zu hängen oder zurückzugehen. Und ja, das hat auch, glaube ich, soweit funktioniert. Also bisher weiß ich nur von ihr, dass da nichts mehr ist. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil, ja, ich denke, das ist auch besser, wenn man irgendwie weiß, dass man einem Kind Stabilität geben kann, irgendeine Gemeinschaft oder was weiß ich, es war ja auch, ist ja auch teilweise noch nicht ganz sicher, wie unsere Zukunft so aussieht, wie dieser ganze Scheiß sich jetzt noch entwickelt, die nächsten Jahre. Ich weiß es halt selbst nicht. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwie viel über Frauen gelernt durch den ganzen Kram. Und ich habe auch noch nie so viel geweint wie dieses Jahr. In meinem ganzen Leben nicht so wirklich über den Verlust, sondern mehr um sie, um ihre Seele, weil ich einfach gemerkt habe, dass sie wieder in ihr altes Muster reingezogen wurde. Und ja, und dieses Muster ist halt wirklich ein heftiges Muster, das mir auch schon seit Jahren auffällt. Es ist halt dieses Muster von Frauen, was Frauen halt auch selber auch kreieren im Prinzip, indem sie sich halt immer an die krassesten Typen dranhängen, die dann irgendwas zu bieten haben in Form von Geld oder Drogen oder sonst was und lassen halt die Typen hängen, die vielleicht ein bisschen anders ticken, nur weil oberflächlich gesehen der andere Typ ja besser sein könnte. Ich glaube, viele Frauen verpassen da halt dadurch ganz viel. Aber andererseits verpasst du halt auch viel, wenn du mit einem Typ zusammen bist, der halt kein Geld hat. Oder du hast halt andere Erfahrungen. Ne? Also es sind halt unterschiedliche Arten von Erfahrungen. Ich denke mal, es ist eigentlich relativ egal, weil das Karma gleicht sich ja sowieso aus. Also wenn du als Frau halt nur Macht über Männer willst und die nur ausnutzt, dann wirst du auch irgendwie nur ausgenutzt, ne? Und wenn du halt liebevoll mit dir selbst umgehst und du denkst so, ich fühle erstmal, wie der andere Mensch ist und bewerte den nicht nach dem, was er hat oder bekommen könnte oder mir jetzt geben kann, dann erfahre ich ja viel mehr im Moment, was da eigentlich abgeht. Und ja, natürlich ist es auch krass, wenn, also man, jeder bringt ja einfach die letzten Erfahrungen, letzte Beziehung mit in die nächste Beziehung oder zumindest irgendwie das Muster aus der letzten Beziehung oder das halt, was man eben auch von seinen Eltern mitgegeben bekommen hat. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr wichtig, wenn man einfach kommuniziert über alles, was bei einem abgeht, anstatt eben irgendeine Panik- oder Kurzschlussreaktion immer wieder zu machen, weil das führt halt einfach nur zu Streit und Stress und ist halt unnötig. Ja, aber es gibt halt Menschen, die sind halt sehr temperamentvoll und lassen sich halt leicht dann auch übernehmen von negativen Gedanken. Und ich meine, auch mir passiert das schon mal. Aber gerade das ist halt das Ding so. Entweder man ist halt wirklich so in seiner Komfortzone und gibt sich nur mit Menschen ab, die einem immer nur perfekt gegenüber sind und geht halt den Weg mit dem geringsten Widerstand. Oder du konfrontierst dich auch mal mit Sachen, die dir nicht so passen. Ne? Genauso, ich bin normalerweise immer so nach einem bestimmten Beuteschema gegangen und habe so gedacht, so nur Frauen, die so und so aussehen, die anderen gefallen mir nicht oder so.
Und es hat sich ja eigentlich sogar dadurch noch bestätigt, dass ich jetzt weiß, so, okay, eine Frau, die so aussieht, die brauchst du definitiv nicht mehr anzusprechen, weil das könnte einfach nur schmerzhaft und gefährlich sein. Aber das ist halt genau das Ding, so, man sollte sich halt nicht mit seinen Ängsten, also vor seinen Ängsten flüchten, sondern auch mal mit seinen Ängsten konfrontieren, weil dadurch kann man ja ein Stück weiterkommen. Wenn dann die Frau kommt, die wirklich zu einem passt, dann kann man immer noch sagen, ey, arrivederci, weil es gibt so viele, sowieso genug, gerade bei Frauen, die einfach rumlügen und einfach einen ausnutzen. Und ich denke mir, ausnutzen muss man sich ja nicht, aber jeder ist immer frei, ne? Und du kannst halt, wenn du einfach eine zu feste Beziehung hast, dann funktioniert es sowieso nie. Sondern es ist eigentlich viel besser, wenn man von Anfang an halt ehrlich ist. Und dann, wenn man schon mehrere Partner haben will, dann lieber freie Liebe lebt oder auch mal riskiert, dass einer Schluss macht, weil man ehrlich ist, als dass man irgendwie versucht, die ganze Zeit irgendwas vorzutäuschen oder dass es einem zu peinlich ist, wegen schlechtem Gewissen oder irgendwas nicht zu sagen, finde ich Schwachsinn. Keine Ahnung. Vor allen Dingen macht man sich dadurch ja selber kaputt. Und sich selber auch das kaputt, was man liebt. Und nö, also, keine Ahnung, das ist unglaublicher Schwachsinn. Noch größerer Schwachsinn ist dieses Ding von Frauen, ja, nur Männer ansprechen, die selbstbewusst sind, nur Männer ranlassen, die selbstbewusst sind, nur auf gar keinen Fall irgendwie von selber mal einen Mann anmachen, das geht gar nicht. Ne? Das ist ja auch viel zu bequem, als Frau musst du das ja nicht. Ne? Aber das ist ja genau das Problem, so einfach die Komfortzone dann zu überwinden und es dann trotzdem zu tun. Und deswegen habe ich halt jetzt angefangen, selber von mir aus das zu tun. Und dann kommt direkt so eine Reaktion, natürlich wie gegenüber allen anderen Männern, die nicht so schüchtern sind, so, ah, du willst mich ja nur anmachen, wahrscheinlich willst du nur ins Bett mit mir und sowieso, und du interessierst dich gar nicht für mich oder irgend sowas, ach, keine Ahnung, aber es ist, im Endeffekt ist es zum einen eine dumme Unterstellung, weil zuerst weiß ich ja noch gar nicht, was ich hier dann für Menschen vor mir habe und ja, es gibt bestimmt 1000 Millionen Männer, die definitiv bei jeder Gelegenheit ficken würden, einfach so, und im Prinzip ist es ja auch natürlich und soll ja auch vom Triebverhalten her so sein, damit die Menschheit erhalten bleibt. Aber es ist trotzdem Schwachsinn. Und auf der anderen Seite halt diese fehlende Offenheit wegen Misstrauen dann immer die ganze Zeit direkt abzulehnen. Ne? Ich meine, es kann ja auch eine Freundschaft daraus entstehen. Oder wollen wir einfach nur ab einem gewissen Alter, so mit 20, 25, absolut ausschließlich nur noch Beziehung zwischenmenschlich haben, entweder Männer mit Männern als Freunde und Frauen mit Frauen und die Frauen und Frauen mit Männern halt nur Fickbeziehung, also Beziehung, Ficken oder Affäre und der Rest ist egal, finde ich irgendwie dumm. Keine Ahnung. Klar, kann ich verstehen, der Zeitfaktor, der spielt da halt auch eine große Rolle und ich weiß auch, dass halt heutzutage ja, dass das halt alles sich ein bisschen geändert hat, aber es ist trotzdem voll der Schwachsinn. Ich finde einfach, es ist viel besser, wenn Menschen sich wirklich begegnen und dann kann man das sowieso fühlen, was eigentlich gerade ist und was gerade gut ist und sich gegenseitig gut tun. Da brauchst du keine Bedingungen zu setzen, ob du jemanden liebst oder nicht. Und du liebst einfach erstmal und gibst den Menschen einen Vertrauensvorschuss und kannst dann immer noch dich zurückziehen und sagen, nee, oh, das hat mir nicht gut getan. Ne? Da gehört halt natürlich auch ein bisschen Mut dazu. Das kann halt auch mal passieren, dass man dann irgendwie bei so einer Auseinandersetzung dann auch die Fresse kriegt. So. Und dann irgendwie hier so, irgendwie so eine schöne, nette Narbe mit sich rumschleppt. Ja, ja. Sieht man von außen gar nicht so. Aber das ist schon krass. Das war so groß wie mein kleiner Finger. Ist die Narbe. Naja, egal. Ich habe nur versucht, irgendwo einen Cloudbuster aufzustellen und dann kam direkt irgendwie so ein Typ, der meinte so, wann ich das denn wieder abbauen würde und er wird jetzt die Polizei rufen, wenn ich es nicht sofort abbaue. Und dann habe ich gemeint, nö, ich baue es ja auch nicht sofort ab. Und habe ihm erstmal angeboten, ihn wissen zu lassen, was ich da überhaupt mache und warum. Und das wollte er nicht wissen und dann hat er mir einen auf die Fresse geschlagen.
Und da habe ich richtig fett geblutet und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich ihm halt hinterher und spucke ihm einfach alles Blut, was rauskommt, auf seine Jacke und sage ihm nochmal, was ich davon halte, alles mit Gewalt zu regeln und nicht darüber zu sprechen, bevor man überhaupt weiß, was da gerade los ist. Ja. Und das ist halt auch, es gibt unterschiedliche Formen von Gewalt. Wie man die Polizei auf den Hals hetzen, ist eine Form. Wegrennen ist auch eine Form von Gewalt, also sich entziehen oder irgendwie abschließen, zumachen, ist auch eine Form von Gewalt, aber eher so verteidigende Gewalt. Und, aber alles sind halt Vermeidungsstrategien und die Vermeidungsstrategien führen dann dazu, dass du halt nicht klären kannst mit deinen Mitmenschen, was eigentlich da ist und dich gegenseitig nicht verstehst. Und wenn du dich gegenseitig nicht verstehst, brauchst du auch nichts miteinander zu tun zu haben. Also insofern ist das ja auch schon richtig, aber es ändert halt nichts daran, dass man trotzdem erstmal für das Verständnis sorgen muss, bevor man sagt, man versteht sich nicht. Weil wenn man einfach nur wegrennt, dann weiß man vielleicht nie, ob man sich versteht oder nicht. Ja, deswegen einfach mal mutig sein und zur Not auch mal riskieren, einen auf die Fresse zu bekommen. Ich meine, wir sind doch nicht hier jetzt am Leben, also ich will nicht sagen YOLO, aber wir sind ja nicht hier am Leben, um unser Leben lang in irgendeiner Komfortzone uns zu verstecken und nichts zu machen und uns nicht zu trauen, irgendwas auszuprobieren und irgendwas anderes zu tun, als das, was wir bisher getan haben. Und ich denke mal, wir sind auch so ziemlich verdammt, wenn wir glauben, dass halt, ja, das normal zu sein das Beste ist. Aber das ist genau das, so, ich will einfach nur normal sein, ich will ein ganz ruhiges, bescheidenes Leben. Ja, und du kannst ja auch ruhig und bescheiden leben und trotzdem kannst du doch erleben. Du musst doch nicht in so einer Art Knast gefangen bleiben. Also ich bleibe nicht in diesem komischen Knast, den mir alle immer aufdrücken wollen. Und selbst wenn die mich in den Knast reintun, bin ich immer noch nicht so gefangen wie die meisten außerhalb davon. Und das ist halt, ja, was weiß ich, ey, das bringt halt auch überhaupt nichts, sich darüber aufzuregen. Entweder du liebst oder liebst nicht. Wenn du nicht liebst, schadest du dir selber damit. Ich meine, das sieht man doch schon daran, wie Menschen, die gut mit Tieren umgehen können, wie das einfach, wie liebevoll die einfach sein können. Und wenn du halt in den Hass gehst, dann kannst du ja auch gar nicht mehr sehen, was ist das für ein Mensch, wie kann ich mit dem richtig umgehen. Weil du nur noch abstößt. Und ja, ich habe auf jeden Fall dieses Muster halt nochmal ganz stark wahrgenommen, dass halt im Prinzip viele danach gehen, einfach nur, hab ich jetzt Geld, habe ich genug Geld, hat jemand mir was zu bieten und kann ich deswegen mit dem zusammen sein oder, ne, also das ist so ein ganz extremes Muster mittlerweile geworden, so richtig heftig. Und ich weiß, dass die meisten nur danach gehen. Aber das ist nicht richtig, denke ich. Ich gehe dann lieber nach Gefühlen und dann vermeide ich lieber den Kontakt zu ein paar Leuten und was weiß ich, auch wenn Frauen manchmal denken, ich bin schwul oder ich bin irgendwie asexuell oder nicht interessiert, das heißt ja nur, dass die im Prinzip eine Erwartungshaltung mir gegenüber haben. Und das ist eh oft das Problem, dass Frauen einfach so eine riesen Erwartungshaltung haben, weil sie das irgendwie so gelernt haben, dass Männer dies und das und jenes für sie tun müssen. Und das ist ja auch ganz klar, das Muster kommt daher, dass halt viele Frauen einfach genommen werden von Anfang an. Einfach genommen werden und genommen werden von Männern. Und die sind es dann halt gewöhnt, genommen zu werden, anstatt selber sich mal einen Mann zu nehmen, ne? Oder, also ich meine, die Frau nimmt den Mann vielleicht, ne? Die Frau nimmt den Mann vielleicht beim Kennenlernen, aber wenn sie dann im Bett sind, dann will die Frau genommen werden. Dabei sind beide doch beides. Also, warum kann das
das nicht umgekehrt sein. Ne? Oder es kann beides sein. Und ich denke mal, das ist halt auch ein großes Problem, weil die meisten haben überhaupt gar keine Erfahrung damit, so im Detail miteinander umzugehen. Klar, wir kennen halt, können vielleicht mega gut ficken und das ist dann auch super laut. Aber wer hat genau mal den Körper erkundet, ne? Oder ist da mal genauer drauf eingegangen, ne? Wo ist da die Feinfühligkeit? Ne? Ich merke da ganz oft, dass viele Frauen überhaupt gar keine Ahnung haben, wie sie einen Mann richtig anfassen. Nicht nur junge Frauen, auch ältere. Weil die ja im Prinzip auch von den Männern genauso wenig oder mehr oder weniger wenig beachtet werden und dementsprechend dann natürlich auch vielleicht da sich auch gar keine Zeit nehmen. Ne? Es ist sowieso so eine schnelle Welt geworden. Also ja, es muss halt irgendwie eine gewisse Leistung erbracht werden. Und wenn ich die Leistung nicht erbringe, dann ist das nicht genug, nicht schnell genug, nicht lang genug, nicht hart genug, nicht groß genug, nicht was genug. Aber was fehlt denn eigentlich? Was muss denn immer mehr sein? Eigentlich fehlt ja nur liebevoller Umgang. Das vergessen die meisten. Und dann ist was nicht genug? Dann ist eigentlich alles genug. Ja? Und wenn wir dann noch aus dem Eifersuchts- und Haben-Wollen-Filmen rausgehen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich vielleicht eine Frau liebe und eine andere Frau auch liebe, teile. Und dann ist es auch egal, ob ich jetzt dabei sexuell bin oder nicht sexuell. Ob ich stärker in diese Richtung gehe oder in jene. Das ist halt alles nicht mehr so wichtig dann. Dann kommt es nur noch da auf das Gefühl im Moment an. Und solange man dann ehrlich zueinander ist, tut man sich eigentlich auch nicht gegenseitig weh. Nur ein Problem ist natürlich schon, dass Männer halt sich auch immer ständig zur Verfügung stellen. Abgefahrener Sonnenuntergang mal wieder. Ist dann so die Belohnung fürs Cloudbusten, glaube ich, ey. Ja. Hier habe ich so den Cloudbuster stehen. Ein paar lange Rohre, vor allem das Kupferrohr ist sehr starr. Ja, und eine komische schief hängende Ami-Flagge, ironischerweise. Und ein paar Erdungskabel, Erdung. Erdung ist immer wichtig. Ja, Erdung. Und Wasser. Ich muss halt auch das Wasser irgendwo hin. Immer schön durchgespült werden da oben, die beiden Tanks. Langnese-Tank. Fand ich irgendwie auch witzig mit dem Doppelherz. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Ergebnis davon schon deutlich und immer wieder auch sichtbar. Direkt oben drüber. Ja, da endet ein Chemtrail. Und der Rest Wolken ist auch nur noch so als leichter Fetzenrest. Ja, aber um nochmal kurz das Thema von eben zu beenden. Diese ständige Verfügbarkeit von Männern, das führt eigentlich dazu, dass Frauen halt einfach sich daran gewöhnen. Damit erzeugen Männer natürlich auch dieses Muster, weil die wollen ja immer. Und Frauen brauchen gar nicht von sich selbst aus irgendwie mal was zu machen, zu kommen, weißt du? Und eigentlich machen wir Frauen dadurch faul und schlecht im Bett. Und damit schießen sich quasi die Männer im Prinzip selber ein Eigentor. Ja, und es entsteht halt eine massive Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Ne? Was sind das krasse Wolken da hinten, ey. Ja.
Das ist halt so die Belohnung fürs Basten, ne? Da hinten. Da hängt so am Rand. Am Rand. Und oben drüber ist alles weg. Und da hinten ist sogar ein Regenbogen. Ist das nicht schön? Da ist ein Regenbogen. Boah. So schön. Leben am Ende des Regenbogens. Ja. Ja, das wollte ich euch nochmal so zum Denken mitgeben. Also Frauen, schnappt euch die schüchternen Männer. Und Männer, könnt euch auch mal ruhig zurückhalten, öfter mal. Was für ein krasser Shit da hinten, ey. Da hinten ist Frankfurt übrigens, da in die Richtung. Aber es ist jetzt nicht mehr meine schlechte Laune. Ich habe hier meine gute Laune. Ihr könnt da hinten eure schlechte Laune haben. Ihr dürft ruhig da hinten ganz alleine für euch schlecht gelaunt sein und mich mit eurer Scheiße in Ruhe lassen. Okay? Insofern ist da jetzt eine Trennung. You are.